Ein Wunder, dass du das überlebt hast. Richtig. Pass auf. Was? Los! Castor und Polydeukes. Ein legendärer Kampf. Martha sagte, ich soll sie beim Bildnis der Artemis in der Zeder treffen. Bleib stehen! Ich sollte vorsichtig vorgehen.
Ella. Es dämmert. Ja! Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ja! Komm schon! Das Gebiet wird gut bewacht.
Ella! Komm schon! Ja! Ich suche nach... Du! Stentor? Malaka! Ich will dir helfen, du Idiot! Nicht nach Megaris! Nicht nach dem, was du getan hast! König Archidamos von Sparta schickt mich, um dir bei der Eroberung der Region zu helfen! So wenig vertraut er mir also. Und verlässt sich lieber auf einen verfluchten Söldner! Die Götter strafen mich mit deiner Anwesenheit. Wenn ich deine Bestrafung wäre, wärst du schon längst tot. Warum schicken die Könige dich? Stentor, bleib ganz ruhig. Ich bin hier als dein und Spartas Verbündeter. Wir haben doch schon zusammengearbeitet. Wir können es wieder tun. Deine Hilfe in Megaris mag die Region für Sparta gesichert haben. Doch ich verlor mehr, als ich gewann. Ich hätte dir damals nicht trauen sollen. Warum also jetzt? Ich bin nicht zum Spaß hier. Wie ist die Lage? Alles läuft bestens. Die böotischen Rebellen sind ein Problem, aber wir werden mit ihnen fertig. Was macht das spartanische Heer in Böotien? Wir belagerten die Athener, bis Kleon uns zurückschlug. Die Eroberung Böotiens würde seine Position schwächen. Der Wolf war tot. Ich wurde gebraucht. Ich konnte meine Männer nicht im Stich lassen. Du solltest den Göttern dafür danken, dass sie mich schickten. Dein Auftrag ist der einzige Grund, warum du noch lebst. Du bist kein Verbündeter, nur eine Waffe. Dann setze mich ein. Du bist der Aufgabe nicht gewachsen. Versuch's? Es gibt 4 böotische Helden, die für Athen kämpfen. Aristeos, Deianira, Nisea und Drakon. Glaubst du, du kannst sie töten? Ich würde gern sehen, wie du's versuchst. Ich sagte doch, wir kriegen das hin. Na dann, finde ich diese Helden und schalte sie aus. Ich bezweifle, dass das so einfach wird, wie du glaubst, aber ich bin froh, dass du inzwischen Befehle befolgen kannst.
Wo finde ich diese mächtigen Böotier? Ich weiß es nur von zweien. Es gibt Berichte, dass sich Aristeos in der Festung von Gla aufhält. Nessea wurde zuletzt in den Wäldern im Osten Tetens gesehen. Ich dachte, die Böotier hassen grundsätzlich jeden. Warum verbünden sie sich mit Athen? Sie sehen sowohl Sparta als auch Athen als Feinde an. Aber Athen war zuerst hier. Und sie schlossen eine kurzfristige Allianz. Was ist so toll an diesen Helden? Es sind nur 4 Sterbliche gegen das ganze spartanische Heer. Sparta hat seine Armee. Und Böotien hat seine Legenden. Sie sind ein Symbol für das, was dieser Ort einst war. Je eher ich das erledige, desto eher erobern wir Böotien für Sparta. Los, Phobos. Ella! Huh!
Du wirst keine mehr Leid zufügen. Brauchst du etwas? Ah, Söldling. Der Rest meiner Tage wird kurz und dunkel sein. Mein Herr schickt mich in den Minen zu arbeiten. Eine scheußliche Arbeit. Ich halte es dort unten nicht lange aus. Ich bin nicht so stark, wie mein Herr glaubt. Ich könnte fliehen, wenn ihm etwas zustieße. Das heißt also, ich soll dir ein paar... Ja, jede Drachme... Bitteschön. Ah! Ella. Na los. Wen haben wir denn da? Alexios von den Agiaden, den Adlermann, Bote des Zeus, er, der 1000 Herzen höher schlagen ließ. Alkibiades, man kennt mich unter vielen Namen, aber den letzten hast du dir wohl selbst erdacht. Mein junger Freund Euchimedes hier braucht deine legendären Talente, um seine Angebetete für sich zu gewinnen. Ich wäre dir auf ewig dankbar. Ich wüsste gern mehr über den Mann, der meine Hilfe braucht. Ich bin Euchimedes. Ich habe Alkibiades aufgesucht, weil er mit seinen Liebschaften angab und Praxilla kennt. Ich bin Söldner, kein Liebhaber. Wie ich hörte, brachte Lykaon ihm einiges über Heilung durch Körperkontakt bei. Worum geht es hier? Hast du je von Praxilla gehört? Der Name kommt mir bekannt vor. Wer ist sie? Wer sie ist? Eine Poetin, von Apollon selbst gesegnet. Sie redet von den Göttern wie von Geliebten. Die Lyra wird in ihren Händen zur Waffe. Sie weiß sie geschickt zu nutzen. Ich will sie treffen, aber mit solch einer Göttin zu sprechen, macht mir Angst. Ach, Unsinn. Für gewöhnlich gibt man den Damen Blumen und schon zeigen sie ihre Knospen.
Dies aber ist Praxilla. Sie ist nicht leicht zu beeindrucken. Ich verstehe. Gewöhnliche Blumen reichen nicht. Sie müssen einer Göttin würdig sein. Ich komme jedes Jahr für das Lyrikfest an diese Küste. Von allen Blumen versprüht keine einen schöneren Duft als die korallene Rose. Bring ihm ein paar davon und alle Türen und Schöße stehen dir offen. Ich bringe dir deine Blumen. Wo finde ich korallene Rosen? Sie klingen so selten. Das mag stimmen. Doch wie für alle guten Dinge im Leben, musst du dich mehr anstrengen, als die meisten zu tun bereit wären. Sie wachsen auf einem Berg in der Nähe. Und wenn ich die Blumen habe, wohin soll ich sie bringen? Zurück zum Lager. Praxilla sollte in ihrem Zelt sein. Du erwähntest ein Lyrikfest, das du hier besuchst. Richtig. Es ist eines der vielen Feste für Apollon. Doch dieses liegt mir neben einigen anderen besonders am Herzen. Auf den meisten Festen ist es so voll. Hier huldigen wir wie Mänaden. Ich habe genug gehört. Bitte, wenn du so gut mit Schwert und Herz umgehen kannst, wie Alkebiad es sagt, musst du mir eine korallene Rose bringen. Ich als Dichter bleibe besser im Lager und du wanderst los. Du wärst ein leichter Fang für Wölfe und Bären. Ich bringe dir die Rosen. Na los! Das müssen die korallenen Rosen sein. Na los, na los! Ella. Ich habe die korallenen Rosen. Du bist zurück.
Das ist wunderbar. Die Rosen sind perfekt. Oh, dieser Glanz, der Duft. Nun musst du sie ihr nur noch bringen. Du kamst den ganzen Weg, um sie zu sehen. Überreich du sie ihr. Bitte, ich bin zu nervös, um mit ihr zu sprechen. Ich habe ein Gedicht geschrieben. Komm, ich bringe es dir bei. Ich sage es nur falsch auf. Ich bin Söldner, kein Poet. Dann überbringst du dann wenigstens die Blumen, während ich übe? Gut, aber mehr mache ich wirklich nicht. Na, das ist ihr Zelt, genau da. Überreiche sie ihr. Mach schon. Praxilla, ich habe Blumen für dich von Archimedes, von irgendwoher. Sagte ich nicht, dass du Wein holen sollst? Alexios von den Agiaden. Dürfte ich dir meine liebe Freundin vorstellen? Praxilla, Apollons Muse und Meisterin der goldenen Saiten. Du bist Praxilla? Du hast wohl keine gealterte Sängerin erwartet, was, Söldling? Es wäre dumm von mir, anzunehmen, eine Meisterin deines Fachs wäre jung. Praxilla, das ist Alexios von den Agiaden, der Adlermann, Bote des Zeus, der tausend Herzen höher. Alexios all, kann Steine werfen und Lichtstrahlen geben, lässt Frauen wie Männer das Leben, verzauberte Damen und Herren an seine Seite streben. Ah, eine Meisterin. Und diese Schultern, ein Soldat. Ein Spartiat? Ein Dorn im Fleisch des Tyrannen. Er, der Poseidon selbst herausfordert. Alcibiades, den behalte ich im Auge. Die Gedichte, die sie über mich schreibt, sind selten so gütig. Ich bringe dir Blumen. Sie sind nicht von mir. Sie sind von Archimedes. Er steht gleich dort. Zumindest stand er dort. Eine korallene Rose? Meine Dienerin wird sie mit auf den Haufen legen. Sie ist ein Geschenk. Sei etwas dankbarer. Wo ist diese verdammte Dienerin? Die hat wirklich nur Juwelen im Kopf. Nur leider nicht meine Juwelen. Achaikos ist weg. Die Närrin muss mit ihr davongelaufen sein. Achaikos? Achaikos ist Praxillas legendäre Lyra. Ich stellte sie nach dem Stimmen auf den Boden, kurz bevor ihr hier eintraft. Ohne sie kann ich nicht auftreten. Archimedes schien auf jeden Fall in Eile zu sein. Wir müssen die Lyra zurückholen. Bitte, ohne Praxilla, die das Blut der Teilnehmer in Wallung bringt, ist dieses Fest nicht mehr als ein Versvergleich unter jungen Männern. Was ist an dieser Lyra so besonders? Kannst du denn nicht auf einer anderen spielen? Perseus wäre ohne geflügelte Sandalen oder spiegelnden Schild einfach nur ein Mann gewesen. Wäre er heute eine Legende, solch ein Held, wenn er keine legendäre Waffe gehabt hätte? Sie sind kostbar, was ihren Wert in Drachmen als auch ihre Bedeutsamkeit angeht. Archimedes und die Dienerin verschwanden beide zur selben Zeit wie die Lyra. Vielleicht arbeiten sie zusammen. Och, dabei machte er so einen netten Eindruck. Alcibiades brachte eine Viper in mein Zelt. Wohin könnten sie gebracht haben? Das ist ein Lyrikfest. Nirgendwo lässt sich dubioser Handel leichter betreiben. Ich finde den Dieb und bringe dir deine Lyra. Ich suche einen Mann namens Archimedes. Ich kenne nur
Archimedes. Tut mir leid. Vielleicht hatte er eine Lyra bei sich. Unzählig wie das Gras auf den Feldern sind hier Männer, die Lyren bei sich tragen. Ich drücke dich und mache meine Cousine stolz! Ich suche einen Mann nach vielleicht. Kennst du einen Mann namens Archimedes? Archimedes. Archimedes, das ist doch der Kerl, der immer bei den Vipern herumlungert. Ja, ich kenne ihn. Er besucht das Fest seit 3 oder 4 Jahren. Die Vipern? Wer sind die Vipern? Menschen, die sich selbst geringschätzen, rotten sich als Bande zusammen, damit sich die anderen klein fühlen. Sie haben vor einer Weile den Tempel der Athena Itonia übernommen. Nun wird einem dort ständig ein Messer an den Hals gehalten. Glaubst du, Archimedes brachte die Lyra vielleicht dorthin? Ich hoffe nicht. Um seinetwillen. Die Vipern sind gefährlich. Wenn er die Lyra bei sich hatte, haben sie sie ihm sicher unsanft abgenommen. So einen wie ihn halten die sich gerne zum Vergnügen, wenn du verstehst. Hatte er eine Lyra bei sich? Ich habe keine gesehen. Ich sah nur, wie er mit dir sprach und dann zu Praxillas Zelt ging. Er und Praxillas, hübsche Heloten, trieben sich oft gemeinsam herum. Ich nahm einfach an, dass sie, du weißt schon, den Garten umgraben. Ließe sich eine gestohlene Lyra im Tempel der Athena gut verkaufen? Man kann hier leider alles kaufen und verkaufen. Wer sich allerdings an die Vipern wendet, weiß, dass ihm kein Bestohlener je folgen wird. Es ist schade um den schönen Tempel. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe, du findest die Lyra. Nimm dich beim Tempel der Athena Itonia vor den Vipern in Acht.